Hi Google, wie zu einem weiteren LS25 News Video. Heute geht es um den KI-Helfer und den GPS, also hier das Spurhaltesystem. Da gab es ein paar neue Screenshots und einen Blog-Eintrag und ja, die Screenshots schauen wir uns natürlich an. Hier sehen wir eben schon beim Reissetzen, wie hier die Linien unten auf dem Boden sind. Die mittlere Linie grün, also da wird gerade die Spurhaltung aktiv sogar verwendet. Und ja, es war ja bisher immer so, wenn wir im Spiel die Taste H gedrückt haben für den Helfer, dann hat der Helfer eben gestartet und so. Das ist im 25er auch noch so. Drückt ihr die einmal kurz, dann startet einfach der Helfer. Ihr könnt die jetzt aber auch etwas länger gedrückt halten und dann kommt ihr in ein Menü rein. Und in diesem Menü habt ihr dann eben hier einmal den Modus, wo ihr umstellen könnt von KI-Helfer zur Spurführung oder wieder zurück. Und wenn wir hier beim KI-Helfer sind, könnt ihr dann eben, hier seht ihr auch das Feld, was eben bearbeitet werden soll, die Linien, die Arbeitsbreite, die genommen wurde, automatisch ermittelt. Oder ihr sagt vielleicht, nee, ich will doch ein bisschen mehr überlappend oder sowas haben, könnt ihr das noch verstellen. Wie viele Vorgewände, auch hier 2 wäre der automatisch ermittelte Wert. Wenn ihr sagt, ihr habt dort aber doch lieber 4, könnt ihr den Regler eben ein bisschen rüberziehen, dass ihr 4 Vorgewände dann eben machen lasst. Soll der Helfer auf dem Vorgewände arbeiten oder soll er das Vorgewände auslassen, ignorieren, nur in der Mitte arbeiten? Könnt ihr hier eben ausschalten. Dann womit soll der Helfer beginnen? Soll er erst die Bahnen hoch runter fahren oder soll er erst das Vorgewände fahren? Also zum Beispiel bei der Ernte wäre ja sinnvoll, wenn er zuerst das Vorgewände fährt, weil sonst bei den Bahnen hoch runter würde er ja das Vorgewände zerstören. Beim Pflügen zum Beispiel macht man es andersrum, man macht erst die Bahnen und danach das Vorgewände, weil man sonst beim Wenden ja sich die ganzen Furchen schon wieder kaputt fahren würde, was man da schön am Rand aufgewirbelt und gelockert hat. Also da könnt ihr hier eben auch einstellen, wo soll der Helfer anfangen, auf den Bahnen oder im Vorgewände. Und soll er Bahnen überspringen? Weil ihr vielleicht sagt, nee, der soll nur jede zweite Bahn machen, weil die dazwischen mache ich selber und so sind wir mit 2 Fahrzeugen auf dem Acker unterwegs. Oder, was auch immer da alles der Grund für sein könnte. Dann, wie gesagt, das gilt für den Helfer. Der Helfer fährt und ihr macht nichts mehr. Ihr könnt dieses GPS-System aber auch selber nutzen als Spurführung. Dann sehen wir jetzt, hier oben wurde umgeschaltet. Auch hier natürlich Arbeitsbreite, Vorgewände, Bearbeitungsrichtung. Das heißt, das wird für die Bahnen eben gelten. In welche Richtung verlaufen die denn? Hier wurde jetzt automatisch genommen. Ihr könnt dann aber wohl den Winkel auch einstellen, wenn ihr sagt, ach nee, der Winkel, das passt mir nicht, ich hätte gerne einen anderen Winkel, ich würde lieber hier von oben nach unten so diagonal fahren, dann könnt ihr das hier wohl umstellen. Außerdem auch seitlicher Versatz, zum Beispiel auch, wir hatten es ja eben schon, den Flug. Beim Flug, der hängt ja in die eine Seite über und auf die andere Seite nicht. Das heißt, der Traktor sitzt nicht mittig von der Arbeitsbreite. Heißt, ihr müsst auch nicht mittig auf der Bahn fahren, sondern seitlich versetzt. Das kann hier eben auch eingeschaltet werden. Und ob die Linien auf dem Acker sichtbar sein sollen oder nicht. Also haben wir doch einige tolle Einstellmöglichkeiten bekommen, dafür, dass es auf der Farmcom noch hieß, dass man da quasi nichts einstellen kann, dass alles automatisch passiert, hat Giants auf das Feedback gehört, dass wir doch gerne ein bisschen mehr Einfluss nehmen würden und hat hier die Möglichkeit gegeben, dass wir da selber ein bisschen mitbestimmen. Und ja, dann sehen wir das Ganze hier wieder schön, wie das Ganze im Einsatz ist. Dort haben wir jetzt auch, hier sehen wir allerdings, hier ist die mittlere Linie, ja, so gelb-orange und nicht grün. Das heißt, der Fahrer könnte sie aktivieren, aber momentan lenkt er selber. Also momentan wird nicht von dem System gelenkt
Und wir sehen auch hier neben dann die nächsten Bahnen, Vorgewände und so weiter, wo sich das alles befindet. Und das eben, wie gesagt, die Linien, die wir uns natürlich auch ausschalten können, wenn wir sagen, nee, will ich gar nicht haben. So, dann auch hier sehen wir wieder, da wird gearbeitet. Hier ist es ein bisschen eine größere Arbeitsbreite, dadurch etwas weniger Linien. Dann hier mal Aussicht der Fahrerkabine, auch ganz schick. Hier haben wir nochmal bei der Reisverarbeitung. Und ja, ach, also die Wassertextur ist schon echt herrlich geworden. Muss man einfach lassen, das ist toll. Dann hier wieder Reisverarbeitung. Ja, man sieht hier guckt er ein bisschen über, hier ist eine kleine Lücke, aber er fährt ja dann hier nochmal quer und dann wird natürlich die Lücke gefüllt und ja, da wo schon was war, kennen wir ja vom Spiel, da kommt natürlich nicht jetzt doppelt hin, da wird nicht doppelter Reis sein. Das regelt das Spiel dann von alleine. Hier haben wir das Ganze dann auch beim Dreschen, denn natürlich können wir auch dort das Ganze nutzen, einmal schön von oben, Vogelperspektive. Und hier dann nochmal. So, ja. Sieht doch soweit eigentlich auch ganz gut aus. Ich frage mich noch gerade, ist das ein Krautschläger, den der da zieht? Es sieht mir fast so aus, weil er macht hier das Grünzeugs kaputt, damit man danach ernten kann. Oh, nice. Mal ein anderes Gerät. Ah, oh, hier wird Baumwolle geerntet, auch mit dem System. Und ja, das hatten wir doch gerade schon. Da sind wir wieder. Da waren dann wohl ein paar Bilder doppelt drin. Sorry, tut mir leid. Und ja, auch hier beim Säen wieder. Also ich denke mal, ihr werdet bei mir das auch wieder sehr viel sehen. Denn Ich nutze das gerne. A, hat man schöne gerade Bahnen, man hat nicht so viel Überlappung und kann damit natürlich super effektiv arbeiten. Dann zum Beispiel im Livestream auch, du kannst zwischendrin mal rüber auf den Chat gucken, weil du fährst ja eine gerade Bahn. Du musst nicht drauf achten, oh, muss ich hier jetzt leicht korrigieren, weil ich aus meiner Bahn rauskomme oder so. Du kannst dann mal schön dich auf den Chat konzentrieren und dich da schön unterhalten und so. Also richtig, richtig herrlich. Und ja, die große, große Frage wird jetzt noch sein. Wir sehen hier hinter mir, seht ihr eine Hand. Werden wir jetzt auch in-game wirklich das Lenkrad in der Hand halten, wenn wir in der Innenansicht fahren? Oder ist das so wie vorher, dass sich das Lenkrad quasi auf dem Bildschirm wie von Geisterhand dreht? Wir werden es abwarten müssen, aber es dauert ja nicht mehr lang. Am Dienstag kommt das Spielchen raus. Ab Freitag darf ich es euch zeigen. Und wenn ihr es selber noch nicht vorbestellt habt, schaut in die Videobeschreibung. Da findet ihr Links, wie ihr mich unterstützen könnt beim Vorbestellen und so natürlich auch den Vorbestellerbonus abgreifen. Und wenn ihr sagt, ich warte lieber noch, bis es draußen ist, ihr könnt natürlich die Links auch danach noch verwenden und mich trotzdem unterstützen. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.